Da oben sind Plätze zum Verstecken. Okay. Fupp, nehmen wir den. Nehmen wir den Deer. Nehmen wir direkt mal den neuen. Der kann zwar noch nicht so viel. Klops. Aber der hat auf jeden Fall Platz. Der ist schnell, der ist Retter. Und er hat noch gar keine Schusswaffe, fällt mir gerade ein, ne? So, gleich ist mal das Wichtigste. Oh, ich bin getarnt. Ja, aber die Ration, das ist, die möchte ich gerne im Portfolio haben, wenn ich dann irgendwann mal Leute haben sollte. Und weil ich schätze mal, die Mission werden auch nochmal schwieriger werden, die dann verletzt sind, dass ich dann auch in der Basis dann noch heilen kann. Weil ich denke mal, wenn tot, dann tot, gehe ich mal von aus. Das wäre natürlich nicht so schön, ne? Entschuldigung. Der kam ein bisschen unvorauf beim Strecken. So. Dann wagen wir uns nochmal in den inneren Bereich. Drei Gebäude gibt es. Schöne Pornomucke. Wack, 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 wack. Alles rausschaffen hier wird ein bisschen. Bisschen umfangreicher wahrscheinlich, ne? Der hat so wenig alles, ne? Ich hoffe, die verbessern sich ein bisschen, die Leute. Die Leute wollen los. So, aber wir können halt auf jeden Fall schon mal auskundschaften. Hier ist einer. Und hier ist auch noch irgendwo einer. Oder ist der im Gebäude drin? Er ist ja wahrscheinlich im Gebäude. Bedeutet für mich aber, ich werde... Nein, guck mal, hier ist noch einer. Also zwei haben wir jetzt hier in den Außenbereichen. Ja, ich glaube, es waren nur die beiden. Die werden wir uns jetzt einmal kümmern. Wie zum? Warum? Nee, 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 Freundchen. Ja, ich glaube, der Deer stirbt wahrscheinlich, ne? HQ. So, fuck you. Scheiße, das ist jetzt natürlich echt ein Problem. Ich glaube, weil ich geschlichen bin. Ah, guck mal. Oh, das sind bestimmt medizinische Angestellte, die ich hier erstmal schön gleich holen kann. Ich hab ne Geisel und ihr nicht. Oh oh. Oh oh. Ihr seht mich nicht. Was hast du hergegeben? Medizin. Nice. Okay, erstmal sollte ich mich verstecken, ne? Scheiße. Oh no! Nein! Ich Select the next soldier immediately. Ja. Jonathan! Wupp wupp! Der ist noch unbekannt. Den dürfen sie nicht erkennen. Also, okay. Ich habe auf jeden Fall gelernt, man darf nicht schleichen währenddessen. Fuck, habe ich den ersten Soldaten direkt verloren, ne? Das war natürlich superb. So eine Scheiße, echt. Oh, das Böse ist nur, das medizinische Personal ist da draußen. Sind also noch mal mehr Augen. Acknowledged. Oder das genauso lang wie bei den anderen Metal Gears. Ah, Mann, das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Auch ein bisschen dumm. Wir scheinen jetzt in der Nähe zu sein. Okay. Hm. Ja, super. Komme ich nicht dran vorbei. Wo ist denn los? Hm. Okay, aber gleich haben wir es geschafft. Zumindest die Hälfte noch. Aber ich kann mir jetzt einen schönen Schluck Kaffee trinken. Ach, scheiße, Mann. Nervig, dass der dir jetzt kaputt ist. Jonathan hat ja auch nicht die Ausdauer mehr. Was ist, wenn du dich hinlegst? Ballert die sich dann wieder hoch? Das ist doch super entspannt, oder? Johnny Boy? Fuck. Ah, das ist dumm, echt. Das ist richtig dumm. Und ärgerlich. Warum ist die Kamera wieder so doof? Ah, okay. Alles klar. This is HQ. Ah, jetzt haben wir die Olle gesehen. Understood. Return to your position. Auch richtig geil. Wie dumm ist das denn?
Aber ich habe kein Chamäleon-Symbol mehr, das ist scheiße. Da kann ich auch zu Snake. Ah, jetzt habe ich wieder Chamäleon. Alles klar. So, okay, neuer Versuch, würde ich sagen, ne? Hallo. Entschuldigung. Nein, das ist nicht dein Ernst. Okay, ich würde sagen, wir starten die Mission einfach nochmal neu. Tappidappidu. Fuck. Ah, das ist echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Aber die leben jetzt wieder alle, ne? Ja, ja. So ein Scheiß, echt. So ein Scheiß. Wisst ihr was? Wir nehmen direkt jemand anderen. Mitglieder wechseln. Jawohl, Punkt 1. Und ich hätte gern den Deer. Du machst das schon gut, ne? Du darfst halt nur nicht Sachen machen. So ein Kack. Okay, ich habe bisher nur einen kaputt gemacht. Gehabt und einen auch geborgen. Aber ich will schon medizinisches Personal haben. So ist es ja nicht, ne? Dann erkunden wir direkt mal hier. Dann versuche ich jetzt mal Wert zu legen auf die netten Doktorinnen. Hallo. Nix. Alter, kannst du dich noch ein bisschen lauter schreien? Blöde Funzel. HQ. This is Patrol. Enemy sighted. Requesting backup. Acknowledged. Sending reinforcements. Scheiße. Natürlich kommen wir genau von da. Ah, es ist doch alles ein Scheiß. Ja, der ist tot. Der Dir stirbt wieder mal. Oh. Ach, Rationen sorgen für neue Ausdauer. Habe ich verstanden. Hä? Anruf? Warum? Weswegen? Was habe ich getan? Ah, hast du Medikamente schon gefunden? Was? Oh, ich verstehe. Sie waren nicht da. Na gut, dann versuche in den anderen Räumen. Da sind noch ein paar Räume, oder? Ich werde es trotzdem nochmal neu machen. Nimm dir Zeit und durchsuche sie. So. Komplett was anderes. Ich nehme Snake. Ich betäube die alle. Das ist, glaube ich, die einfachste Möglichkeit, weil mit denen... Ich wusste nicht, wenn die Doktorinnen mich sehen, dass sie dann auch komplett ausrasten. Die kennen mich doch, also beziehungsweise die kennen uns doch. Die mögen sich zwar vielleicht erschrecken, so von wegen, oh, was machst du denn hier, ne? Ist dein Gebiet nicht draußen? Und dass ich ihr dann unmoralische Angebote mache oder sonst irgendwas. Aber was ich auf jeden Fall erstmal holen werde, die Ration. Das ist kein... Ach, geh mir doch nicht auf den Sack. Kein Plätzchen für Decken. So, jetzt aber, ne? Dankeschön. Zack, zack. So, und der Dir kann auch mal was machen hier. So ein Scheiß. Das ist echt dumm. Ja, aber die werde ich nämlich gleich erstmal schön lecker. Mit Snake alle einfach mit meiner Kanone kaputt machen. Punkt 1. Snake! Und dann die Hoffnung haben, dass ich die Mädels auch schnell kaputt kriege. Geht nämlich ganz schnell, geht das. Ich glaube, da unten, diese Sterne unten links, das ist, glaube ich, die Anzahl der Einsätze, die mitgemacht haben. So, nehmen wir schon mal die in die Hand. Ich weiß, ist das schneller? Ein bisschen? Es macht die Sache wahrscheinlich deutlich einfacher, denke ich mal. Hallo. Sleep tight. Aha, aha, was habe ich denn da? Schönes gewittert. Ah, okay. Und du bitte auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zivilisten sind oder... Das kann ich jetzt in letzter Sicherheit nicht sagen. Ah, oh, fuck, ich sehe das nicht. Ich sehe es nicht. Weil die Olle will ich gerne schon mal mir jetzt unter den Nagel reißen. Ein medizinisches Personal ist auf jeden Fall wichtig. Ah, okay. Hello. Ich hab mich lieber die... Entschuldigung. Fuck. Fuck, 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 fuck. Bitte, 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 bück dich. Nein. Soll bitte einfach krabbeln. Macht ihr nicht. Na, ah, du kleines Arschloch. HQ.
Hat es nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Die Zielsteuerung ist ja auch scheiße. Die macht mich wahnsinnig. Okay. Jetzt. Bah. Nee. Bah. Du. Bah. Die. Bu. So. Ist mir scheißegal. Und zwar. Ich töte ihn. Also nicht töten. Aber. Ich mache jeden bewusstlos. Der hier ist. Und dann gehe ich in die Gebäude rein. Ich wollte es eigentlich möglichst wenig Aufwand machen. Aber es scheint ja nicht zu funktionieren. Oh, aber bitte. Himmel, Arsch. Zum Thema, ja. Ja, das ist doch nicht zu glauben. Das, also, die Partei, ich meine, okay, in solchen Situationen fange ich immer an, mich über das Spiel zu beschweren, das will ich jetzt auch gerne tun. Aber die Steuerung ist ja so ein bisschen verzögert. Ah. Nein, das Ziel ist hier echt nicht so easy, ey. Ja, nimm deine scheiß Knarre in die Hand. Ja, komm, dann gehen wir auch noch ein bisschen langsamer an die Sache heran. Hallo. Wie geht es dir? Man darf sich in der Ego-Person natürlich nicht bewegen. Fick dich, Alter. Zum Glück bist du arschkurzsichtig. Und das ist auch gut so. Meine Fresse. Ich hatte nur die Befürchtung, wenn ich die jetzt nämlich in den Truck packe. Ich hab nur 7 Slots im Gefangenenbereich gehabt, ne? Das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen macht. Nicht, dass ich dann kein medizinisches Personal mehr aufheben kann. Obwohl, ich hätte sie ja am liebsten einfach alle freigelassen, aber das durfte ich ja nicht. Vom Spiel aus gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ah, da. Bitte schlaf doch einfach. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du 3 Pfeile im Körper, ne? Die ist auch mal gut. Ich glaube, hier waren mindestens 2 Leute. Nur weil ich der Blonden gerade den Arsch geschossen habe, echt. Oh, ich würde so gern mich mal hier ein bisschen umgucken, ne? Ich sehe hier nichts. Ich weiß nicht, wohin sie gucken. Okay, du Schlampe. Piss dich. Unfassbar. Nein, da sind immer noch Soldaten. Ich werd wahnsinnig. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg es einfach nicht hin. Oh, hast du die Medikamente schon gefunden? Was? Ah, bla bla, also andere Räume, bla bla. Ich krieg es nicht auf Kette. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Jetzt sind wahrscheinlich auch alle wieder wach. Oh, aber das ist aber echt kacke. Jetzt würde ich mir eine Vogelperspektive wünschen, wo ich so ein bisschen was sehen kann. Aber vielleicht kann ich das sogar machen. Ich weiß noch nicht wie, aber ist ja nicht schlimm. Wie, der sieht mich. Von wo? Ihr seid gar nicht so unclever, ihr Penner. Was seid ihr hier für kleine Schwänze? Oh Gott, ich geh kaputt, das ist nicht zu glauben, das ist nicht zu glauben. Wärt ihr so freundlich und könnt ihr bitte bewusstlos werden? Danke. Wo willst du hin, du Arsch? Du bist auch bewusstlos. So, verpiss dich. So, seid jetzt alle weg. Darf ich mich jetzt um die Olle kümmern hier? Wo bist du? Hm? Da kommt noch keine Verstärkung oder sowas, ne? Ja, selbst wenn sie schon wieder sagt, oh, keine Medizin. Hier spricht Campbell immer noch kein Glück bei der Suche nach diesem Medikament gehabt. Ich verstehe das nicht. Er sagte uns, dass eine große Lieferung medizinischer Versorgungsgüter eingetroffen wäre. Aber es lässt sich keine Spur davon finden. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich habe eine Idee. Vielleicht kann die Inventarliste diese Angelegenheit aufklären. Suche nach dem Verwaltungsbüro des Hospitals. Dort muss es Aufzeichnungen über diese Lieferung geben. Erst einmal versuche ich hier mal so eine Olsche zu kriegen. Ist das Medizin? Okay. Das ist gut, weil ich brauche unbedingt welche. Tschüss, Magazine. Und hallo, Medizin. Sehr egoistisch von mir, ich weiß, aber was soll ich machen?
Ich bin doch echt verführt. HQ. This is HQ. This is Patrol. We've lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Das ist mir scheißegal, echt. Geht mir doch nicht auf den Sack. Oh Mann. This is Patrol. Enemy sighted. Commencing attack. Von wo? Eliminate all enemies. Habe ich nicht getroffen. So, meine Fresse, was ist hier los? Ganz normale Infiltrationsmission. Ist ja nicht so schlimm, ne? Was habe ich denn jetzt aufgenommen? Ah, ist schon wieder die Scheiße hier. Himmelarsch! Meine Güte. Ohne Scheiß, ne? Ich will doch nur spielen. Wo sind sie? Ich habe doch jetzt mal irgendeinen, habe ich doch mal irgendwo betäubt, oder nicht? Wo ist sie gerade rausgerannt? Ja, genau. Das war der Plan. Richtig, Dennis. Ja, kannst du mit mir zum LKW kommen? Mir ist das scheißegal. Du bleibst schön hier, Fräulein. Boah, bleib liegen, Alter. Und penn. Ich glaube, sie ist tot. Ist sie tot? Ich glaube, die ist tot. Scheiße, super. Gut, Dennis. Ich kann doch nicht mehr rumschleppen. Ah, nee, sie schläft nur. Heiliger Bimba. Meine Fresse. Echt. Erstmal schön den Staub, den Boden mit ihr staubsaugen. Da gibt es auch gar keinen Ausgang. Super. Wie schön, dass ich auch so gar nicht weit weg davon bin. Okay, bleib mal liegen. Ich muss einmal nur kurz den Kollegen wieder weiterpennen lassen. Und zack. Gute Nacht. Ach. So, Magazin weg. Ich will das Magazin eigentlich auch gar nicht haben, ne? Aber Ration ist gut. Die gibt aber auch echt nicht viel her, ne? Boah, was für eine schwere Geburt, Alter. Was für eine schwere Geburt. Jetzt mal ohne Witz. Ich habe echt Glück, dass hier so viel medizinische Versorgung rumfliegt. Und ich würde auf jeden Fall gerne mehr als ein medizinisches Personal mein eigen nennen wollen. Und ich kann jetzt leider auch keinen anderen hier mit beauftragen, den jetzt hier ranzuholen. Da ist aber jemand. Ist das wieder derjenige welche? Komm. Ja, er ist es, okay. What the? Boah, danke schön. Wo bist du? Der hat sich umgedreht auf jeden Fall, glaube ich. Alter, ich werde wahnsinnig. Wo kommt ihr denn alle her, sag mal? Wo kommt ihr alle her? Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Echt, ohne Scheiß. Kleines Arschloch, ey. Nein. Ey, ich krieg's nicht auf der Kette, ne? Ich krieg's nicht auf der Kette. Ich finde das echt super schwierig. Ich krieg's nicht hin, den einfach mal fertig zu machen, ne? Den Scheiß hier. Ah, okay, aber die sind jetzt alle außer Gefecht gesetzt, so wie es aussieht, weil der Alarm ist aus. Bitte nehmen sie auf. Bitte nehmen sie hoch. Alter Vater. Aber ich glaube, wir sind gleich am LKW angekommen. Nein, das ist noch eine komplette Runde. Schön. Bleib nicht loslassen. Huiuiuiui. Das ist auf jeden Fall echt nicht leicht. Also vornehmlich wirklich das Problem ist die Kamera. Kann ich leider nicht anders sagen. Weil ich habe keinen zweiten Stick, um die Kamera zu justieren. Ich kann sie nicht drehen oder so, ne? Ich kann immer nur in die Ego-Perspektive gehen. Und vielleicht, gut, das werde ich dann aber vielleicht dann auch nochmal mit Hilfe der Anleitung mir mal angucken müssen.
Vielleicht gibt es ein Vogelperspektiv, was schon ein bisschen helfen würde. Und dann hoffe ich auf jeden Fall inständig, dass ich nicht die Notwendigkeit habe, ne? Irgendwie, dann nochmal, ja, das Dach auszublenden oder so. Nicht, dass er mir das Dach dann anzeigt. So, den Rest müssen andere machen. Also das kriege ich jetzt mit dem jetzt nicht ohne weiteres auf die Kette. Ich schmeiße jetzt auch einfach alle in den LKW. Jetzt habe ich eine medizinische Olle. Das muss dann erstmal reichen. Weil ich schätze mal, wenn Snake stirbt, ist wirklich Essig. Eieieiei. Ansonsten, Alternative B wäre natürlich töten. So, okay, ich muss jemand anderen nehmen. Das macht jetzt hier keinen Sinn. Punkt 1. Jonathan hat immerhin eine AK-47. Und ist Retter. Das heißt, er kann da noch ein bisschen fixer mit den Sachen umgehen. Ich habe den zweiten schnapp ich mir auch hier eben nochmal. Und den Rest werde ich töten müssen. Zack. So. Tut mir echt leid, das ist auch echt feige. Aber ich habe sonst keine andere. Oh, ich sehe zumindest keine andere Möglichkeit. Okay, es war jetzt nur eine Medizinfrau. Eine Medizinfrau. Ihr wisst doch gar nicht, dass ich das war. Okay. Was ist denn das andere für eine Pistole hier eigentlich? Close Quarter Combat. Ist das eine. Es ist keine Schallgedämpfte, okay. Da muss ich vielleicht nicht die AK nehmen, ne? So, du brauchst auf jeden Fall ein paar Rationen. Gut. Aha. Ein Schuss muss sitzen. Alter, das ist nicht zu glauben, dass ich ihn nicht getroffen habe. Also, dass er nicht stirbt, das ist eher das, was ich nicht glauben kann. Ach, du bist noch gar nicht auf mich aufmerksam gewesen. Scheiße. Ja, das war natürlich richtig geil jetzt. Fuck. Nein. Okay, nehmen wir die AK. Ich glaube, Jonathan wird leider sterben. So, du bist weg. Ich suche noch die anderen. Wo seid ihr denn? Ihr kleinen Penner. Hm? Nothing here. Okay. Ja, ne? Eine sehr erfolgreiche Mission. Oh mein Gott, so ein Scheiß, ey. Menü voll. Fuck. Okay, Tier. Du hast noch Bock, ne, hab ich gehört. Sind alle fast tot, ey. Alter Vater. Uiuiuiuiuiui. Ich brauch ganz dringend medizinische Versorgung gleich. Ganz dringend. Ui. Den könnte ich mir echt ranholen, den Arsch. Ist sehr riskant, was ich hier tue. Das ist nicht zu glauben, das ist doch klar, das ist doch klar. Oh. Ja, ach komm, ich kann es direkt nochmal neu starten. Alter, ich krieg das nicht auf Kette. Ich krieg es einfach nicht auf Kette, die Scheiße hier. Oh. Es ist so nölig, es ist so unfassbar nölig. Echt, halt die Fresse. Oh. Ich komme damit echt nicht zurecht. Ne? Ich habe gerade noch gedacht, so, ach, guck mal, ne, läuft ja ganz gut. Ne? Aber klar, jetzt natürlich, wo da mal so ein paar mehr Leute sind, ne, wo dann auch ein bisschen unübersichtlicher alles ist, natürlich kriege ich das dann natürlich wieder nicht hin. Ne? Weil
ich mit der Steuerung und mit der Zielerfassung einfach überhaupt nicht zurechtkomme. Das war gar nicht so Arsch. Oh, es liegt natürlich an mir, klar, ne, aber... Es ist auch nicht so einfach, wie ihr euch das vielleicht vorstellt. Ich packe jetzt einfach hier den LKW. Wenn ich dann keinen Platz mehr für Mediziner habe, dann ist es halt so. Was soll ich machen? Vielleicht kann ich das ja auch nochmal ein bisschen selbst nochmal aussortieren, dass ich dann erstmal nur die Mediziner haben will, ne? Und den Rest dann wegballere. Oh, oh, ist das nötig, Alter. Es ist echt anstrengend. Ich glaube, ich sitze jetzt hier auch schon seit einer halben Stunde oder so an dieser Kackmission. Hab noch nichts geschafft. Oh. Oh, das können wir eigentlich mitnehmen, ne? Das hat jetzt für meine gewesen. Na, okay, komm. Oh, das ist auch so blöd, ne? Ich habe hier kein Versteck. Kein Platz zum Versteck. Da kann ich eigentlich wirklich fast selbst mit dem das lieber hier hinziehen zum Truck. So, und ich würde gerne Jonathan nehmen, weil der nimmt sich dann nämlich direkt die Ration mit. Ist ein Retter, kann es alles ein bisschen schneller machen. Dafür schmeißt du dann mal eben kurz... Ich habe die Rauchgranate an, die werde ich nicht brauchen. Erstmal. Die frisst jetzt sowieso direkt wieder auf. Dankeschön. Also das wäre alles halb so wild, wenn ich jetzt nicht das Bestreben hätte, mir die Dinger hier zu holen. Die medizinischen Angestellten. Weil die brauche ich ja. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich drei jetzt hier reingeladen habe, ob er dann wirklich sagt, ja, jetzt hast du leider keinen Platz mehr, es sind keine Zellen mehr frei. Was machst du mit denen? Weil ich will mir das echt aussuchen können, wen ich haben möchte und wen nicht. Und vor allem, ich hätte die sieben, die ich ja jetzt ja in der Zelle habe, die vier, die hätte ich ja alle wieder freigelassen, ne? Aber ich durfte mit denen ja nicht interagieren. Aber es sind alles Fragen, die werden sich noch klären im Laufe des Spiels, da bin ich mir sicher. So, okay, erstmal frisst du ein paar Rationen. So, sieht doch schon mal gut aus. Chameleon. Dubidubidubdu. Ich hätte aber wirklich nichts dagegen, wenn ich die per Close Quarter Combat auch umbringen könnte. So, ich bin Chameleon, ne? Mr. Chameleon. Nur für die Akte. Das Böse ist nur, wenn die Olschen mich sehen, ne? Da rufen sie den Alarm. Und ich bin, hab keine Möglichkeit, mich bei denen irgendwie zu tarnen oder so. Weil ich glaube, sobald ich hier reingehe, guck ich nochmal gerade. Ja. Ist die. Nee? Ah, oder lag das an mir? Das kann natürlich sein, jetzt mal ohne Scheiß. Dass ich wieder 3 gedrückt habe, ne, weil ich vorsichtig vorangehen wollte. Und deswegen erkannt wurde. Dann tut's mir leid, für die letzte halbe Stunde, die ihr ertragen müsstet. Ach, guck mal, was hier ist. Aha, aha, aha. Ring, ring. Hier spricht Campbell, immer noch kein Glück bei der Suche nach diesen Medikamenten gehabt. Ich verstehe das nicht. Er sagte uns, dass er große Lieferung, bla, 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 bla. Okay, dann ist das wieder das mit dem Plan. Huh! Nein! Nee! Ich bin noch nicht fertig. It's a list about going materials. Heading for a lab. Huh. Where are the escapees? Why haven't they been caught? If they get away, I promise you'll regret it. Enough of this. Call Python. Get him back here. He'll lead the search team and make sure this lab stays secure. What's happening to me? Oh, ich hab's geschafft. Es gibt in dem Hospital keine Malaria-Medikamente. Nicht eine einzige Dosis. Der Mentalist der Verwaltung zufolge haben sie die gesamten Medikamente und medizinischen Vorräte weggebracht. Sie wurden in ein Forschungslabor nördlich des Hospitals gebracht. Aber wir haben Glück. Nicht nur, dass wir aus der Inventarliste wissen, dass die Medikamente in das Labor gebracht wurden. Wir kennen auch die genaue Position des Labors. Aus der Flugbahn des Hubschraubers. Netter Zufall, was? Du wirst es sehen, wenn du es erreicht hast, aber das Labor ist so in das Gebirge gebaut, dass es nur schwer von außen zu entdecken ist. Solange du keine Hinweise hast, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du es findest. Geh zum Labor, dringe dort ein und suche weiter nach Medikamenten. Es tut mir leid, dass ich dich darum bitten muss, aber ich brauche sie. Wenn ich auch weiterhin von Nutzen sein soll.
Den Gefangenen erfolgreich überzeugt. Lion ist einer Truppe beigetreten. Und erfolgreich überzeugt Porcupine. Ah, okay. Sieht aus, als hätten wir einen weiteren neuen Rekruten. Lieferant. Was für eine spannende Berufswahl. Aber er wird dein Leben um einiges leichter machen. Mit dem Lieferantenberuf können Gegenstände und Ausrüstung, die du einsammelst, direkt während einer Mission zum Truck geschickt werden. Du weißt, dass du die Kreistaste während einer Mission drücken kannst, um das Ausrüstungsfenster zu öffnen, stimmt's? Drücke die R-Taste, wenn dieses Fenster geöffnet ist. Dann wirst du anstelle des Gegenstandsauswahls in den Transportmodus gelangen. Wähle mit den Richtungstasten den Gegenstand aus, den du direkt zum Truck schicken möchtest. Lieferanten sind wirklich nützlich, wenn du unterwegs bist, um Gegenstände zu sammeln. Und vergiss nicht, wenn du einen Gegenstand einfach ablegen willst, dann drücke die L-Taste anstelle der R-Taste und du gelangst in den Ablegemodus. Du brauchst keinen besonderen Move, um Gegenstände abzulegen. Du kannst dir die Berufe deiner Kameraden ansehen, indem du im Verwaltungsmenü auf ihre Statusbildschirme gehst. Es gibt viele verschiedene Berufe, wie Retter und Lieferant. Bedenke das, wenn du deine Einheit zusammenstellst. Okay, das ist cool. Das heißt, ich habe jetzt wieder ein paar Sachen frei in meiner Verwaltung, so wie es aussieht. Von den Gefangenen zumindest. Team Alpha, ja, ja. So, genau, Lion, was kannst du? Du bist der Vermessungsingenieur, alles klar. Du gehörst dann in die Spionageeinheit des Forschungslabors, ne? Zack. Dann haben wir noch den Lieferanten. Du bist doch der Lieferant, oder? Jupp. Okay, das ist gut. Und die Ausdauerwiederherstellungsrate ist auch sehr gut. Du kommst auf jeden Fall mit. So, ansonsten, wie viele Gefangene haben wir noch? Okay, Crow, Beetle und Klyone. Whatever. Aber, jetzt haben wir nochmal 5 frei. Ich würde auch gerne, wirklich, nochmal einmal in die Mission in das Hospital zurückkehren. Weil ich will medizinische Angestellte haben. Ist mir scheißegal, ob es da Hetzneuigkeiten gibt oder nicht. Aber ich muss einfach kurz auf Toilette, ne? Bis gleich. So, oh, notwendig. Komm, jetzt, ich bin guter Dinge. Mit entleerter Blase gehe ich vielleicht mit der nötigen Ruhe da dran. Ne, was mich jetzt auch noch interessieren würde, wäre nämlich, nein, nein, nein. Irgendwie habe ich doch die Kamera mal ausgewechselt. Wie habe ich das gemacht? Nee. Huh! Ach was. Ach was. Ich hab's nicht gewusst. Entschuldigung. Ich hab natürlich noch ein digitales Steuerkreuz. Das habe ich komplett ignoriert. Ich bin so dumm. Alles klar, okay, aber ich bin jetzt guter Dinge, dass wir jetzt vielleicht, Na, ist ja egal. Scheiße. Ja, nee, aber das ist genau das, was ich gesucht habe. So eine Scheiße, ey. Fuck. Ach, wo gehe ich denn hin? Ah, nee. Also, ich will das eigentlich genauso handhaben wie eben. Ich würde einmal gerne den ganzen Schissel mal denken. Die Leute soweit betäuben, vielleicht auch kaputt machen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. So. Transport. Regeneration. Fupp. Boah, der ist auch echt schnell tot, ne? Es wird keinen Sinn machen, den jetzt in den Kampf zu schicken. Kein Blatt zum Verstecken. Das ist trotzdem nötig, dass man immer wieder zurückrennen muss. Ah. Jetzt vielleicht. Dankeschön. Ich weiß aber nicht, wen ich nehmen soll. Der Jonathan kann ich zumindest ein bisschen wehren noch. Weil der hat auch halt eine QQC-Waffe, eine QVC-Waffe. Das ist halt ganz nice. Zack. Aber ich spiele Mr. Chameleon. Kammer, 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 Chameleon. Und die Wache hier ist weg. Okay. Das ist ja nice. Ist das dann auf Dauer? Dann gucken wir uns jetzt hier erstmal noch ein bisschen um. Ha, es sind aber nicht alle Wachen weg. Guten Tag. Ich mit meiner Eichhörnchen-Händchenstellung. Oh. Gut, dass ich da jetzt noch nichts mitgemacht habe. Scheiße. Nein! Nein, das hat wieder super funktioniert. Perfekt. This is Patrol. Oh.
Wer ruft ihn denn da gerade? Und nochmal von vorne. Schalalalala. Oh, ich krieg das nicht auf Kette. Ich krieg's echt nicht hin. Das Böse ist halt, ich hab wirklich. Ich kenne die Steuerung nicht. Also ich kenne sie schon irgendwie. Aber ich kenne diese ganzen Tricks nicht. Mit diesem Close Quarter Combat Wix. Ne? Von wegen irgendwie halt Viereck gedrückt und dann drückt wieder Viereck, um den zu erwürgen, ne? Super. Habe ich gemacht, hat nicht funktioniert. Warum ist das nicht wie bei den alten Spielen, ne? Dass man einfach nur macht. Boah. Das habe ich im dritten Teil schon genervt, dass ich das nicht auf die Kette gekriegt habe. Zu raffen, wie ich da einfach mal jemanden ausschalte. Bei dem Metal Gear Teil ist ja auch nicht so wichtig, ne? Boah, darf ich da einfach keine... Ja, wobei, unbewaffnet ist ja auch Close Quarter, ne? Was? Zum... Warum bin ich denn nicht getarnt, sehe ich gerade. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Kein Platz zum Verstecken. Boah, nerv mich doch nicht, Alter. Immer noch kein Platz verstecken. Hä? Ah, guck mal, da ist doch jetzt einer erschienen. Schön. Freut mich. Johnny! Du machst das! Klack. Jetzt getan, warum auch immer. What the? Warum? Ey, ich raff das wirklich nicht. Warum bin ich nicht getarnt? Was ist da los? Ich verstehe es wirklich nicht. Hm. What? Ich war doch gerade getarnt. Kann mir jetzt mal bitte jemand erklären, was hier gerade los ist? Ich verstehe es wirklich nicht. Ah, guck mal, jetzt bin ich wieder getarnt. Ach, voll dumm. Echt. Ich bin getarnt, weil ich genauso aussehe wie der. Wenn ich aber Geräusche mache und die mich nicht sehen, dann denken die erstmal, oh, wer ist das denn? Und dann ist meine Tarnung weg. Ne? Obwohl ich da ja natürlich sagen könnte, ach, keine Sorge, ich bin das nur, ne? Hab mir gerade Stiefel, keine Ahnung, Dreck vom Stiefel getreten oder sonst irgendwas. Aber okay. Ist ja auch egal. So, was viel wichtiger ist, ist, wie viele Ausgänge haben eigentlich diese Krankenhäuser? Weil ich will mir zumindest einen, einen würde ich mir schon gerne... Das ist so dumm. Das ist wirklich so mit den Geräuschen. Da verstehe ich das nicht. Mal gucken, ob der Alarm ausgelöst wird, wenn die mich sehen. Nee. Ja, ich weiß, ich brauche Ration. Hallo. Na, ihr Süßen. Okay. Das ist echt dumm. Okay, gut. Dann können wir wirklich irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ich muss die irgendwie töten. Und zwar mit ohne Lärm. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe wirklich keine Ahnung. Die Ration interessiert mich gerade erstmal wirklich einen Scheißdreck. Ich will es gerade einfach nur schaffen, irgendwie. So, aber haha, guck mal, ich kann die Kamera drehen. Ah, das ist so ein riesen Fortschritt schon für mich. Scheiße. Gute Nacht. So. Ist hier? Keiner. Kann ich mich hier verstecken? Ach, natürlich nicht. Okay. Gut, gut. Das heißt, Waffe weg. Ich hole jetzt hier einen nach dem anderen raus. Also, das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber was soll ich machen, ne? Ich krieg das anders nicht hin. Ich würde sie ja eigentlich lieber töten. Aber es geht dann ein bisschen schneller. Aber ich habe leider keine Möglichkeit dazu. Deswegen, eine Waffe mit Schalldämpfer wäre schon nicht verkehrt. Also klingt zwar jetzt auch böse, dass ich die lieber töten würde, aber... Das würde diese ganze Sache einfach ein bisschen schneller machen. Ein bisschen unkomplizierter auch.
Ist halt so langsam. Ich habe keinen Platz, mich zu verstecken, dass jemand anderen mal eben kurz rufen kann. Von wegen, ey, mach mal bitte. Alter, boah. Das ist doch nicht unglaublich lang. Ach ja. Und sonst bei euch alles fit? Ah, trotzdem, auch wenn ich mich jetzt hier ein bisschen über das Spiel mal beschwere, pikiere, ne? Wieso, weshalb, warum? Es ist trotzdem cool. Also es ist echt ein cooles, cooler Ansatz. Dass man es mit der ganzen Truppe machen soll. Was mich nur abfuckt, ist echt jetzt mit dem medizinischen Personal, dass auch die Soldaten da jetzt keine Tarnung haben. Weil es einfach keinen Sinn macht, ne? So, aber wie gesagt, das Schöne ist, ich weiß jetzt, wie man die Kameraperspektive ändert. So, rein mit dir. Aber ich kann da gleich direkt mal ausprobieren, ob ich da jetzt auch die Möglichkeit habe, mit den anderen Leuten Sachen zum Transporter zu schicken. Ne, natürlich nicht. Ist ja klar. So, aber das Gute ist, ich kann den ganzen Scheiß hier reinschmeißen, den ich gerne aufbewahren würde. Ablegen. Weg mit dir. Dann fährt das nämlich auch nochmal weg. So, jetzt hast du nämlich nur noch die beiden Sachen. Die Ration kannst du jetzt nämlich erstmal selbst zu Gemüte führen. So. Klack, klack, klack. Nimmst die Waffe wieder in die Hand. Und weiter geht's. Tada. Also mit der Kamera ist so unfassbar. Unfassbar gut, ne? Die. Bist du bescheuert? Du sollst nicht reingehen. Ich weiß noch, hier sind noch ein paar Gegner. Somewhere. Ja, ein bisschen unpraktisch. Ne, da sehe ich jetzt auch nichts. Da ist auch nichts. Ist hier irgendwo was angezeigt? Ne, auch nicht. Okay. Nee. Das können doch nicht alle gewesen sein. Es war ja nur einer. Dass die alle drin sind, das bezweifle ich auch stark. Da! Guck mal einen an. Hallo! So. Noch einer weniger. Oh, was ist das? Oh, da liegt was Süßes. Kann ich auch direkt mal mir reinpfeifen. Zack, zack, zack. Der zweite. Wo ist sein Kopf? Wunderbar. Okay. Gut. Ich schätze mal, also ich behaupte mal, es waren alle. Weil dann, jetzt bin ich wirklich faul. Ich schätze mal, das lohnt sich schon, wenn ich dann für zwei Leute einen Helfer da reinballere. Weil es einfach deutlich, deutlich schneller geht. Mitglieder wechseln, Punkt 1. Ja, der Dir kann mal was machen, ne? Flump. Mal bitte beides einsammeln. Go, 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 go! Nicht so geil, dass es einfach getarnt ist, obwohl die alle tot sind. Also, wenn ich dann aber wieder drin bin, dann werde ich, mit, Solid Snake wieder weitermachen. Und dann hoffentlich der Doktore nicht in den Popo schießen. Wo hab ich die denn hingelegt? Warte mal. Irgendwo müssen jetzt hier zwei pennende Penner sein. Da ist Nummer eins. Hallo. Oh, es geht so unfassbar viel schneller. Ne? Das ist echt ein Traum. Oder gibt es da einen kürzeren Weg raus? Nee. Scheiße! Von wo? Von wo? Ist mal ohne Scheiß. Wer ist denn hier noch? Ich mach mal weiter, ne? Ich hab ein bisschen Angst. Wo, ich werd schreien. Ich werd schreien, wenn dann der Bring kommt. What happened? Huh? Nein! Er hat es mir wieder verrafft. So eine Scheiße. HQ.
Ey, ich krieg's wirklich nicht hin. Ich schaff es einfach nicht. Ich bin zu blöd für das Spiel. Ich krieg's einfach nicht hin. Das ist unglaublich. Das nervt mich auch ziemlich. Hast du irgendwas, womit du schießen kannst? Eine Rauchgranate, genau. Oh, Mann. Ich find's echt anstrengend. Ich find's anstrengend. Ja, vor allem die beiden sind jetzt ja hier wieder, ne? Das heißt, ich kann wieder von vorne anfangen mit meinem Kack. Nur wegen diesen blöden Fotzen, die da in dem scheiß Krankenhaus sind. Echt, ey. Nur weil ich medizinisches Personal brauche. Oder haben will, besser gesagt. Ah, oh, das nervt mich richtig hart. Ich würde schon am liebsten einfach durchrennen, ne? Mit einer Maschine. Glaube ich. Boah, nee, ich bin voll grad drauf, ne? Hallo. Na, ihr? Ich versuch's mal, ne? Vielleicht kann ich ihn erwürgen. Vielleicht kriege ich das ja diesmal hin. Wer weiß, wer weiß. Hey. Da! Schon wieder. Warum? Warum? Es ist so dumm. Ich hab. Oh, ich. Ohne Scheiße. Ich raste aus. Ich raste aus. HQ. Ich hab schon wieder jemanden gefunden. Ja, ja. Oh, es tut mir echt so leid für euch, dass ihr das hier mit ertragen müsst. Das ist echt unglaublich. Ohne Scheiß, ich glaube, seit fast einer Stunde hänge ich an dieser verfickten Mission. Und weil ich das nicht auf Kette kriege, mal irgendwie unentdeckt zu bleiben, ne? Weil ich es nicht auf Kette bekomme, immer strukturiert an die Sache ranzugehen. Ich mache nochmal neu. Ich mache das heute so lange, bis die Scheiße funktioniert, auch wenn der Part jetzt 3 Stunden geht. Ist mir scheißegal. Ich will so eine blöde Fotze haben. Echt, von einem, die so rumkreischt. Boah, geht mir das hier gerade auf den Sack. Ohne Scheiß. Boah, und nur weil ich das nicht auf Kette kriege, ohne Scheiß, ich kriege das nicht auf Kette, mal jemanden hier verdammt nochmal zu töten. Ich will die betäuben, töten, betäuben, töten. Oder einfach einen verfickten Schalldämpfer mir suchen. Und die Leute dann umbringen, echt. Das kann doch nicht so schwer sein. Fick dich, du Hurensohn. Echt blöder Bastard. Oh, ich habe auch keine scharfe Waffe mit denen. Wo ist jetzt nur? Das da oben ist auch der größte Scheiß. Da traf ich überhaupt nicht, ey. Verpiss dich. Ah, da hinten, okay. Nichts hier. Kollege ist nur ein bisschen müde, ne? Genau. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Der war gerade noch da. What happened? Nothing here. Ich bin echt froh, dass die scheiße kurzsichtig sind, die Leute. What the? What happened? So, die pennen jetzt beide ein. Oder auch nicht. HQ. This is HQ. So, mach's da auf die Tür, bitte. So, okay. Vielleicht kriegen wir jetzt eine. Vielleicht, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Nee, komm hier nicht rein, nein, nein. Okay. Wie sieht's denn aus? Wo sind wir denn jetzt gerade? Also der Weg wäre jetzt nicht so weit.
Wir müssen jetzt halt nur echt gucken. Bitte nehmen sie hoch. HQ. This is HQ. This is Patrol. All clear. Understood. Return to your position. Zurück in eure Stellung. Just my imagination. Nur Einbildung, genau. Das ist gut. Jetzt müssen wir uns hier, wenn jemand patrouilliert, genau da. Wo ist der Arsch? Ich möchte nicht, dass er mir jetzt irgendwie in die Quere kommt. Das wäre nämlich sehr unschön. Ich will die Medizin lieber haben. Die ist ein bisschen wichtiger. Okay, er scheint hier direkt in der Nähe zu sein. Dann gehen wir einfach um ihn drum herum. Dabdi-dabdi-du. Alter Vater. Es ist so riskant. Es ist so unfassbar riskant. What was that? Nichts. Nichts. Lauf, 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 lauf. Bitte ein bisschen schneller. Du musst nur um die Ecke rum. Nur um die Ecke. Nur um die Ecke. Boah! Oh, Scheiße. Okay. Ah, oh, wir haben eine Medizinerin. Ich werde wahnsinnig. Ich werde echt wahnsinnig. Ist das eine anstrengende Scheiße gewesen? Boah. Ich will aber gar nicht mehr. Das reicht mir. Eine zweite wäre zwar noch schön, klar, ne? Was gibt's denn noch her? Noch mehr Medizin? Ast rein, danke. Kann wirklich gut gebrauchen. Ich wechsle trotzdem nochmal eben kurz, weil ich wollte die Ration nochmal kurz in den Truck schicken, dass wir die dann zu Hause haben. Also, wechseln. Punkt 1. Porcupine. Mr. AK-47 und Lieferant. Den kannst du nichts aushalten, ne? Aber, der kann die Sachen nach Hause schicken, das ist gut. Der kann direkt den Rest dir... Ui, ui, hallo. Nichts, nichts. Solange er nicht hier in den Außenbereich kommt, ist mir scheißegal, was ihr treibt. Ist zwar jetzt kein Retter, ne? Kein Ausgebildeter, aber das wird auch schon mit ihm funktionieren. Boah, was war das für eine schwere Geburt? Ist mal ohne Scheiß, ne? Was echt mir helfen wird, ist, wenn ich eine Waffe habe mit Schalldämpfer, mit der ich auch wirklich töten kann. Aber unter den Voraussetzungen war es echt richtig anstrengend. Richtig anstrengend. So, okay, ich will mich jetzt auch gerne wieder verpissen. Wie mache ich das? Mission abbrechen. Ja, genau, okay. Ich will nur meine neue Rekrutin hier mitnehmen, ne? Meine Ärztin. Spione haben zusätzliche Munition Heat besorgt, für die RPG-7 geeignet. Okay. Die Gefangene erfolgreich überzeugt, Clayon ist seiner Truppe beigetreten. Quo beigetreten. Es ist schon recht beeindruckend, wie viele deine Kameraden CQC einsetzen können. Lass mich den Nahkampf erklären. Das ist eine gute Idee. Wenn du deinen Einheit im Einsatzmenü verwaltest, dann achte auch auf den CQC-Fähigkeitsrang deiner Kameraden. Um die CQC-Fähigkeit deiner Kameraden zu überprüfen, gehe zum Verwaltungsmenü und sieh dir die Spalte mit dem Messersymbol an. Ein S-Rang zeigt eine sehr hohe CQC-Fähigkeit an. Soldaten mit einem A-Ring können die Technik, den Feind aus dem Gleichgewicht zu bringen, nicht einsetzen. Und ein Soldat mit B-Rang kann Gegner nur von hinten greifen und werfen. Und versuche nicht, Soldaten mit einem C-Rang CQC-Techniken einsetzen zu lassen. Man wird ihnen in den Hintern treten. Okay, guck mal, da haben wir schon mal irgendwie jeweils mit Funk 3, was auch immer das bedeutet. Aber ich habe sie jetzt, ne? Das hoffe ich doch mal stark. So, wie viele Gefangene haben wir denn da jetzt noch? Was kannst du nochmal? Zieht feindliche Soldaten schneller. Pff, ja, brauchen wir jetzt eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Aber der ist nicht verkehrt. Den können wir auch schon mal in die Aufklärung mit reinbringen. Sollen wir nochmal das Hospital machen? Zack. Weil wenn wir da noch was bekommen, wäre auch nicht verkehrt. Weil mit einer medizinischen Angestellten ist es, glaube ich, nicht wirklich viel getan. Orang-Utan. Was ist das denn für ein Name? Okay. Waffenspezialist erhöht maximale Munitionsanzahl und kann Gegenstände zurück zum Truck schicken. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Okay, aber das können wir wirklich wegnehmen. Weil die können wir nämlich dann lieber jemand anderen geben, die
ziehen. Entschuldigung. Ja, komm. Ich packe mal auch mal mit in Team Bravo. Keine Ahnung, Entschuldigung, ich habe einen Schluck auf. Aber die hat ganz schön viel Ausdauer und sowas, ne? Aber die anderen haben noch ein bisschen mehr. Super, jetzt bekommen wir noch einen Schluck auf. Ist der perfekte Moment, um die Aufnahme zu beenden. Entschuldigung. Ja, ziemlich unproduktiv. Hat gut gestartet, die erste halbe Stunde. Die letzte Stunde war für den Arsch, weil ich die ganze Zeit verzweifelt versucht habe, irgendwie medizinisches Personal zu bekommen. Jetzt haben wir zumindest eine. Jetzt müssen wir die nur überzeugen. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ich hoffe mal sehr stark, dass das funktioniert. Ansonsten, ja gut. Ich schätze mal, das wird sich alles ein bisschen legen, wenn wir wirklich... Ups, da lasse ich direkt den Controller vor lauter Schreck fallen. Wenn wir die Möglichkeit haben, ja, Leute lautlos auszuschalten, also wirklich auszuschalten, zu töten. Weil ganz ehrlich, das ist mir auch ein bisschen zu nötig, ne? Immer jemanden zu betäuben, dann wieder zurückzuziehen, ne? Blablabla. Aber ich habe jetzt ja auch nur bisher mit Snake die Möglichkeit, die Leute zu betäuben. Ich kann natürlich die Waffe wechseln, das ist klar, ne? Also ich kann ja auch jemand anderen geben. Aber ich will ja auch mit Snake spielen, ne? Aber ich schätze mal, das könnte ich vielleicht noch eben kurz wirklich machen. Ich glaube, ich gebe die Waffe wirklich jemand anderem. Nämlich jemanden Retter. Der Jonathan, der macht doch eigentlich ein ganz gutes, eine ganz gute Arbeit bisher. Das heißt, Snake, tut mir leid, du wirst deine MK22 los. Ausrüstung entfernen, Ausrüstung entfernen. Die übergibst du jetzt an Jonathan Frakes. Die Pistole kriegt er jetzt, kriegt dann der Snake. Und die MK22, mit Schalldämpfer kriegt ihmchen hier. Weil es macht auf jeden Fall, ich hoffe auf jeden Fall auch stark, dass der die gut einsetzen kann. Pistole ist C. Scheiße. Der kann nur Sturmgewehr. Oder? Zweimal einsetzen. Na, fuck, ja, da macht das keinen Sinn. Da macht das wirklich keinen Sinn. Wie sieht's mit dir aus? Ja, die haben alle nur 10 Pistolenfähigkeit. So eine Scheiße. Ja. Ja, gut, da macht das wirklich keinen Sinn. Dann, muss ich das leider dir wieder entwenden. Ausrüstung entfernen. Und dann kriegt der Snake das dann doch wieder. Weil ich denke mal, das wird sich dann höchstwahrscheinlich auf die, Zielgenauigkeit und sowas auslegen, richten. Wo ist denn die Munition? Die 9mm, die ich eigentlich auch mal hatte. Ich habe doch hier von dem Ausrüstung entfernt. Und jetzt habe ich nur eine Granate? Wo ist meine Munition? 171 Schuss. Ja, von 9.999. Jetzt muss ich aber kurz gucken. Ach so, da gibt es bestimmte Munitionsslots. Jetzt verstehe ich das auch erst. Oder auch nicht. Ah, okay. Da gibt es einen Filter Ausrüstung, Waffen, Gegenstände. Ah, okay, alles klar. Was ist das? Hitzemunition. Boah, wie viel Munition ich dafür habe. Krass. 9mm. So. Okay, gut. Dann will ich jetzt abspeichern. Trotzdem, auch wenn ich heute viel über das Spiel geflucht habe, es macht trotzdem echt Fun. Also kann man ja anders sagen. Es ist motivierend. Und wenn man dann wirklich die Sache geschafft hat, die man schaffen möchte, dann macht das auch echt noch mehr Bock. Ich glaube, ich komme zwar super langsam gerade hier voran. Normalerweise muss ich schon 15 Missionen weiter sein. Weil ich erstmal beim letzten Mal erst mit dem Spiel klarkommen musste, jetzt mit dem Spiel klarkommen musste, es beide Male nicht wirklich geschafft habe. Aber gut, ich sag mal, wenn wir auf jeden Fall einen guten Stamm an Leuten haben, dann können wir auch eher dann die Mission vorantreiben. Weil, wie gesagt, wenn ich dann so 4 Leute in der Medizin habe, ne, dann noch ein paar im Waffenmodus, also als technische Angestellte, und dann noch ein paar Spionagemenschen, dann reicht das eigentlich im Endeffekt auch aus, wenn ich dann nochmal so ein paar neue Rekruten habe. Weil normale Rekruten ist ja nicht das Problem, ne? Es kommt halt auf die Spezialisten an. Das ist so ein bisschen schwieriger. Nee, gut, okay. Dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns ja wahrscheinlich vielleicht beim nächsten Mal dann wieder. Also, bis dahin. Tschüss.